So, schauen wir uns diese beispielhafte GUV mal an. Sie haben hier auf der linken Seite alle möglichen Posten auf der Aufwandseite zusammengetragen und auf der rechten Seite alles Mögliche an Erträgen. Wobei hier natürlich das auch wiederum schon Summen sind. Also Materialaufwand ist natürlich für das ganze Jahr zusammengefasst. Der gesamte Materialaufwand des Jahres betrug eben 10.000. Der gesamte Personalaufwand des Jahres betrug 25.000. Und wenn wir die Seiten jeweils addieren, kommen wir auf der rechten Seite auf einen Betrag von 51.400 und auf der rechten Seite erhalten wir dann eben 45.500. Und Sie sehen, da das Kontoform hat, müssen beide Seiten ausgeglichen sein. Das heißt, wir brauchen noch eine sogenannte Saldogröße, um die Seiten auszugleichen. Und das ist nichts anderes als der Unternehmenserfolg, ne? Also Gewinn oder Verlust. Wobei, so wie es hier ist, bedeutet das ja, wir haben in der Summe mehr Erlöse gehabt als Aufwand, mehr Erträge als Aufwand. Das heißt, wir haben einen Gewinn. Deswegen steht hier der Unternehmenserfolg auf der linken Seite. Das nennen wir dann eben Gewinn. Und der Gewinn ist genau die Differenz hier zwischen dieser Größe und dieser Größe macht 5.900. Wenn wir insgesamt mehr Aufwendungen gehabt hätten als Erträge, dann hätten wir einen Verlust auf der rechten Seite eintragen müssen, weil dann die linke Seite größer wäre. So, der Gewinn beträgt jetzt erstmal insgesamt 5.900. Das müssen wir dann noch, Moment, aufteilen, nämlich einmal in Betriebserfolg und einmal in neutralen Erfolg. Um den Betriebserfolg da, zu erhalten, dann müssen wir die neutralen Erfolgsgrößen rausrechnen. Also alles, was nicht betrieblich bedingt ist, rechnen wir dann raus. Was gehört hier dazu? Verluste aus Wertpapierverkauf sind nicht streng betrieblich bedingt, deswegen rechnen wir die raus. Das ist hier. Außerordentlicher Aufwand ist auch der Definition nach außerordentlich und nicht normal betrieblich bedingt, deswegen rechnen wir den auch raus. Warum hier Plus? Naja, wir hatten es ja in dem Gewinn, wie wir es bis jetzt errechnet haben, als Aufwandsgröße, also eine gewinnmindernde Größe. Das rechnen wir raus, also müssen wir es drauf rechnen. So, auf der Ertragsseite haben wir Mieterträge. Das ist, wenn das nicht unser Hauptgeschäft ist, zu vermieten, dann ist das eben auch nicht betrieblich bedingt. Deswegen rechnen wir das raus. Diesmal mit einem Minus, weil die Erträge zu viel waren. Dann haben wir noch Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen. Auch das ist nicht unser normales Day-to-Day-Business, Vermögensgegenstände zu verkaufen. Also rechnen wir das auch raus. Und dann haben wir auch noch Zinserträge. Das gehört auch nicht zu unserem Geschäft, Zinserträge zu erwirtschaften. Wenn wir das alles rausrechnen, dann erhalten wir einen Betriebserfolg von 4.250. Also den Teil des Gewinns, der streng betrieblich bedingt ist. Und der Rest, der zusammen 1.650 macht, das ist eben der neutrale Erfolg. Also der Gewinn, der aufgrund von nicht betrieblichen, der nicht betrieblich bedingt war.